Referent des Oberlin-Seminars der Gruppe 22.1 beschäftigen sich heute einmal mit den römischen Zahlen. Wir kennen alle römische Zahlen mehr oder weniger. Es ist aber manchmal doch recht schwer, so eine lange römische Zahl auch deuten zu können und dann die arabische wiederzugeben. Ja? Wir haben zwei Vertreter der Klasse, einmal die Lenja, die oft dabei ist, Leon genauso, beide Experten bei uns. Ne? Und die Lenja fängt mal an. Es gibt 7 Zeichen der römischen Zahlen. I steht für 1, V für 5, X für 10, L für 50, C für 100, D für 500, M für 1000. Ja, genau. Einige Regeln zur Darstellung. Sie bilden ausschließlich natürliche Zahlen ab, allerdings ohne Null. Die Grundzahlen I, X, C und M dürfen nicht mehr als 3-mal nebeneinander stehen. Ja? Die Zwischenzahlen, ach so, das wollte ja eigentlich die Lenja machen. Okay, nehme ich das. Also die Zwischenzahlen V, L und M dürfen nur 1-mal nebeneinander stehen. Das ist ganz wichtig. Und dann die Zahlen I, X und C dürfen lediglich von einem der beiden nächsthöheren Zahlen abgezogen werden. Das heißt also, wenn ich habe XL, dann bedeutet das, L ist 50, das sind 10, dann sind das 40. Das ist erlaubt, aber 1 oder I und L für 49 ist nicht erlaubt. Ja? Beispiele. Nehmen wir mal an, wir haben 1724 oder 1724, dann haben wir 1000 für M, D steht für 500, 2 mal C sind 100, dann sind das schon 1700, 20, XX und 4, 1, 5 sind 4, also entspricht denen. 2001 wäre 2000, 2 mal M und I, MMI. Ja, dann haben wir noch das heutige Datum. Wir haben heute den 20.06.2023. 20, Punkt, also XX, 6, VI, Punkt, 2000, MM, 20, XX und 3. Die größte römische Zahl lautet übrigens 3399. Dann haben wir 3 mal M. Ist erlaubt. Dann haben wir C steht für 500, wieder 1000, 10, das ist, was war C? 100, also haben wir 90 und ja, auch 9. Dann müsste das auch stimmen. Ist das so einigermaßen klar geworden? Wir werden jetzt noch ein paar Beispiele betrachten. Denn ja, haben wir noch was? Nö. Zufrieden mit allem? Ja. Ja, Matheunterricht ist okay? Ja, ist okay. Mit Leon. Okay, das war's. Das Oberlin-Seminar mit den Sozialassistenten der Gruppe 22.1 beschäftigt sich heute einmal mit den römischen Zahlen. Wir wollen wissen, wie man römische Zahlen liest, welche Symbole es gibt und welche Regeln es dafür gibt. Wir haben hier zwei Vertreter. Einmal neben mir die Lenja, die eigentlich sehr oft dabei ist und schon ganz tolle Videos mit mir gedreht hat. Auch der Leon, auch ein Experte eigentlich bei uns in der Mathematik. Wir werden aber heute mal sehen, wie es langläuft. Die Lenja fängt an, Marlena, ne? Ja. So, Lenja, bitte. Es gibt 7 Zeichen der römischen Zahlen. I steht für 1, V steht für 5, X für 10, L für 50, C für 100, D für 500 und M für 1000. Ja. Und Leon? Einige Regeln zur Darstellung. Sie bilden ausschließlich natürliche Zahlen ab, allerdings ohne Null. Die Grundzahlen I, X, C und M dürfen nicht mehr als 3-mal nebeneinander stehen. Richtig. Und die Lenja dann noch weiter.
Die Zwischenzahlen V, L, M dürfen nur einmal nebeneinander stehen. Richtig. Die Zahlen I, X und C dürfen lediglich von einem der beiden nächsthöheren Zahlen abgezogen werden. Das heißt zum Beispiel, wenn ich habe XL, dann bedeutet das ja, L steht für 50, X für 10. Wir bilden die Subtraktion, dann stellt das die Zahl 40 dar. Das ist also erlaubt. Erlaubt ist aber nicht, wenn ich schreibe, ach doch, wenn ich schreibe I und L, das würde dann stehen für 49. Und was haben wir hier noch? Man schreibt dann, wartet mal, 1, 2, 3, das sind 30, das sind 3 und das sind L und X, 50, 60. Was würde das denn dann lauten? Herrgott nochmal, das ist Mist. Machen wir mal kurz...